In 3 Wochen ist Ostern und heute möchte ich euch mal meine Idee zeigen, wie man den, wie ihr, wie ich, den Ostertisch eindecken könnt. Also ich meine jetzt zum Beispiel zum Brunch und damit meine ich jetzt nicht die obligatorischen Ostereier oder die Tulpen, was ja auch alles wunderbar ist, aber ich wollte euch mal ein bisschen was anderes und vielleicht ein bisschen was Besonderes zeigen. Osterfarbe ist für mich gelb und orange. Also das ist so, das verbinde ich immer, wenn ich an Ostern denke. Und die Basis für alles ist diese Federboa. Die habe ich mir gekauft. Ja, diese Federboa, ich sage jetzt einfach mal, die hat 5,60 € gekostet. Ich habe sie sogar noch im Angebot gekauft. Die kann man vielleicht auch noch mal für Fasching nehmen. Aber das ist für mich die Basis. Und ja, ein paar Blüten oder irgendwas Schönes möchte ich natürlich auch auf meinem Tisch haben zu Ostern. Aber wie gesagt, nicht irgendwelche Tulpen, sondern ich habe mich für Dill entschieden. Einerseits, weil er natürlich auch farblich passt. Andererseits duftet es halt auch ganz wunderschön. Und es ist ein bisschen kleiner und zarter. Deshalb habe ich mich für Dill entschieden. Als Basis habe ich weißes Geschirr. Das bietet mir besonders viele Möglichkeiten. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz im Einzelnen das, was ich mir jetzt hier farblich hingestellt habe und was wir jetzt gleich benutzen werden. Das sind jetzt hier Teelichter in verschiedenen Größen, dort noch eine Butterdose und ein Milchkännchen. Ja, die Federboa habe ich euch schon gezeigt, orangefarbene Schüsseln. Dann hier kleine Vasen für den Dill. Hier sind noch kleine Osterhäschen und 2 Küken. Und dann habe ich jetzt hier noch ja, ganz spezielle Teelichter, auch in Orange. Müssen wir einfach mal gucken, wie viel wir davon verwenden. Vase. Hier, das sind einfach so, ja, so dünne Blätter. Auch einfach, ich habe sie nur benutzt, weil ich sie in Orange habe. Dann natürlich verschiedene Servietten. Da kann ja auch jeder gucken, was er denn gerne so nehmen möchte. Oder aber auch in ganz Orange, je nachdem, was man da noch so hat. Das hier sind so kleine orangefarbene Möhrchen mit hinten einem Aufklebermöglichkeit. Die habe ich noch gefunden. Und dann habe ich hier ja, Häschen mit einer kleinen Klammer dran. Mal gucken, ich denke mir vielleicht, dass wir damit die Servietten hinlegen oder irgendwelche anderen Blüten. Einfach mal alles hier so hingelegt und jetzt fangen wir gleich an. Hier liegen jetzt schon mal die obligatorischen Eierlöffel und da möchte ich euch noch mal ganz kurz was zu sagen, weil die sollen aus geschmacksneutralem Material wie Horn oder Perlmutt sein. Die chemische Reaktion nämlich von schwefelhaltigem Eiklar und Silber gibt nicht nur einen unangenehmen, denn auch metalligen Geschmack, sondern es verfärbt auch durch das Silber die Löffel schwarz. Dies ist auch der Grund, warum antike Eierlöffel vergoldet wurden, um diesen Nebeneffekt eben nicht zu haben. Aber ich denke, heute haben die meisten Eierlöffel aus Perlmutt. Jetzt habe ich einfach den Dill in diese kleinen Vasen gestellt und bisher gibt es keine andere Deko als den Federkranz und den Dill. Wenn man es weniger haben will, würde das auch schon fast reichen. Hier ist in der Mitte eine etwas höhere Vase, aber da gebe ich dann eben auch zu bedenken, wenn man am Tisch sitzt, will man sich ja auch noch angucken und man reicht irgendwie dann immer die Butter oder die Milch oder was auch immer rum. Und wenn denn zu hohe Sachen hier in der Mitte stehen, stößt man vielleicht auch leichter dagegen. Jetzt habe ich einfach diese kleinen Osterteelichter nur hier in die Mitte gestellt und den Dill. Auch das könnte schon reichen. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Aber man könnte auch fast sagen, mehr muss es fast gar nicht sein. Man kann diese kleinen Teelichter natürlich dann auch vor jeden einzelnen Teller stellen. Das zeige ich gleich mal. Hier haben wir jetzt das kleine Hasenpärchen einfach in die Federboa reingesteckt. Auch das sieht natürlich schon mal ganz niedlich aus. Ich mache einfach weiter. Hier sind jetzt die kleinen Hasenklemmern, mit denen ich einfach die Serviette festgeklemmt habe. Ich habe ja vorhin schon gezeigt, dass ich verschiedene Servietten jetzt hier hatte.
Man kann die natürlich auch quer nehmen. Dann sieht das so aus. Dann können wir natürlich noch eine kleine Schale hinstellen mit, ja, Ostergummis sozusagen. Ja, es sind Haribos. Da gibt es ja so eine spezielle Ostermischung. Weil wir in der Familie auch jemanden haben, der keine Milch und keine Schokolade essen darf. Und deshalb haben wir auch immer, ja, Gummisüßigkeiten da. Und dann habe ich die jetzt hier einfach mal in diese kleinen Muffinförmchen gepackt. Die habe ich ja noch von meinem vorherigen Video, wo ich die Badehasen und Badekugeln selber gemacht habe. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das auch nochmal anschauen, wo es ein paar Ideen gibt, was man zu Ostern noch verschenken kann. Und da habe ich jetzt einfach mal so ein paar Haribos reingemacht. Und die habe ich jetzt erstmal alle auf einen Teller hier gelegt, aber die kann man natürlich auch noch verteilen. Dann habe ich euch ja die kleinen Möhrchen gezeigt. Die habe ich jetzt hier einfach mal an den Eierbecher so rangeklebt oder aber auch mal an eine Tasse, damit es eben noch ein bisschen österlicher ist. Und ja, die ganz dünnen, zarten, orangefarbenen Blätter habe ich einfach mal darunter gelegt. So würde das dann zum Beispiel aussehen. So, jetzt zeige ich euch nochmal den Tisch im Ganzen von Nahem. Also hier sind ja die kleinen Haribos in den kleinen Muffinförmchen, der kleine Hase mit der Klammer, eine Tasse mit Möhre dran und hier auch nochmal einen Eierbecher. Hier haben wir das Hasenpärchen. Dann habe ich hier noch einen Vogel gefunden in der passenden Farbe. Den habe ich da jetzt einfach auch noch mit reingesteckt. Und ja, die orangefarbenen Blätter habe ich einfach hier in die Mitte gepackt. Da kann dann natürlich noch, ja, schon auch was vom Brunch, vom Essen mit dazu. Hier haben wir noch die Butterdose und das Milchkännchen und hier den wunderbar duftenden Dill. Das ist im Grunde genommen schon alles. Ja, schreibt uns doch einfach mal da drauf, wie euch das gefallen hat. Vielleicht könnt ihr die ein oder andere Idee auch verwenden. Muss ja nicht gleich alles sein. Vielleicht ist es auch manchem zu viel, der dann einfach sagt, ja, nee, ein paar Ideen davon würden mir schon reichen. Ich brauche gar nicht so viel. Schieben wir das hier nochmal ran. So könnte ich mir das zum Beispiel ganz gut vorstellen. Und ja, denn noch ein, also eine Tischdeko für irgendeinen besonderen Anlass haben wollt oder einfach noch mal ein paar Ideen dazu, dann schreibt es doch mal unten runter und dann mache ich mir Gedanken und dann würde ich dazu da auch ein neues Video drehen. Mit dieser Osterdeko viel Freude. Tschüss!